Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich mit Korsika. Der Tavignano hat auch eine großartige Schlucht zwischen dem Camping Anella und der Straßenbrücke flussab. Der Einstieg ist am Campingplatz Anella, wo man die Autos an der Straße abstellen kann, oder weiter oben beim Olivenhain oder der Pont de Piedicorte, um ein paar zusätzliche Paddelschläge zu machen. Der Einstieg am Camping ist praktisch auf der Höhe des aufgestauten Wassers des Damms, das zuerst überquert werden muss. Der Damm hat rechts einen Durchlass, der das Wasser auf die Rutsche lässt, aber diese zu befahren tut dem Boot nicht gut. Man kann sie auch ohne Wasser zum Umtragen nutzen. Erst einmal unten angekommen, wird das Flussbett enger, während die Schwierigkeiten immer noch moderat sind, aber in den beiden Schluchten bis Wildwasser 3 steigen. Ein gutes Mittelwasser ist bei 1,70 m und Niederwasser ist bei 1,20 m erreicht. Ein recht steiniges Erlebnis. Alles über 1,90 m hat viel Wasserdruck in den engen Passagen und die Schwierigkeit steigt. Während man der ersten Schlucht zufährt, passiert man zahlreiche Schwelle, die Aufmerksamkeit erfordern, wegen Steinen oder Walzen. Erst einmal um eine Linkskurve herum hat man die erste einfachere Schlucht erreicht. Während die Felswände näher rücken, steigt der Wasserdruck und es gibt ein paar Felsblöcke. Oft ist eine Durchfahrt auf der rechten Seite angebracht. Diese Schlucht endet in einer Klamm in meist ruhigem Wasser. Der zweite Canyon hält mehr Herausforderungen bereit mit mehr Felsblöcken und Felswänden. Er beginnt, wenn die Straße den Tunnel verlässt und vom Fluss aus sichtbar ist. Besonders zu erwähnen sind die beiden Katarakte, welche direkt auf eine Felswand zufließen und dann nach rechts abknicken. Auch nach der letzten Schlucht gibt es noch einige Schwelle zu meistern. Erst einmal unter der Straßenbrücke durch öffnet sich das Flussbett und 500 Meter weiter unten überquert die Straße den Fluss ein zweites Mal beim Ausstieg. Hier befindet sich auch der Pegel. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!